Ja, ja, mein Schatz, ich muss doch immer wieder feststellen, wie schön Südschweden im Herbst ist. Mensch, also diese Ernte, die wir heute eingefahren haben, die lässt auf einen fruchtbaren und guten Winter hoffen. Ja, fruchtbar? Nicht schon wieder Nachwuchs, Sven. Naja, nun, Gunda, lass uns jetzt ins Bett gehen. Ich denke, wir haben heute unser Tagwerk erfüllt und lange genug gearbeitet. Ja, ich bin auch schon ganz abgespannt. Es ist nicht immer leicht, Bauer zu sein in Südschweden, aber in diesem Jahr, doch, ich muss sagen, durchaus Spaß bringen, durchaus Freude bereiten, doch, ja. Ja, ja, gute Nacht, nicht? Ja, gute Nacht. Ja, schon gute Nacht, ja, gut. Ich leg mich schon mal schlafen, derweil, und, ja, wir sehen uns im Bett, ne? Ja, okay. Mensch, also, was muss ich denn da in der Scheune sehen? Du, Gunda, du, ich geh noch mal eben raus, du, da ist irgendetwas mit den Tieren. Die machen einen Lärm, das ist doch nicht normal. Ich geh mal eben kurz raus zu den Tieren. Mach das, ich wärm schon mal das Bettchen vor. Ja, das ist sehr lieb von dir. Mal eben noch aufmachen hier. Ist ja doch schon dunkel jetzt. Ist ja doch schon dunkel. Da merkt man, dass man in Skandinavien ist. Man sieht nicht viel vom Tageslicht. Ja. Mensch, was ist denn los mit euch? Was habt ihr denn? Was ist denn los? Was habt ihr denn? Ja, beruhigt euch. Oh! Oh! Oh Gott! Oh nein! 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 Ein Worthort-Hörstück von und mit André Bosse, Bernd Ahlert, Sebastian Voss, Jochen Reuter und Christoph Teves. Präsidium Morgköping, Südschweden, 27. November, 7.23 Uhr. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Kommissar Andersson. Oh, der Herr Polizeipräsident und nicht alleine, wie ich sehe. Genau, ich habe Ihnen nämlich jemanden mitgebracht. Ja, schönen guten Tag. Oberg, mein Name, Kommissar Oberg. Ich komme direkt von der Polizeischule, von der Kommissarschule in Göteborg. Oberg aus Göteborg, so, so. Ja, Herr Andersson, gucken Sie nicht so kritisch. Der junge Mann soll Ihnen ein bisschen bei Ihren Fällen in Zukunft helfen. Und vielleicht hilft er Ihnen ja auch ein bisschen, Ihre Motivationslosigkeit in diesem schweren Beruf zu überwinden. Ja, man sagte mir, dass ich Ihre Stelle kurz oder lang übernehmen solle. Ja, es dauert nicht mehr lange, dann bin ich diesen Job los. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich werde keine Träne in diesem Job nachweinen. Das hört sich desillusioniert an. Nein, dann machen Sie mal halblang, Sie beide. Zunächst einmal soll Herr Oberg Sie, Herr Andersson, ein bisschen unterstützen bei dem, was Sie hier so zu tun haben. Ja, solange Desillusion nicht in Frustration umschlägt. Ich würde mich freuen, wenn ich ein wenig von Ihrer Erfahrung profitieren könnte in meiner Anfangszeit hier. Ja, ja. Herr Andersson, Sie werden am Telefon verlangt. Was gibt's denn? Man hat auf dem Friedhof eine Leiche entdeckt. Sie sollen sofort hinkommen. Ja. Sehen Sie hier, Roberg, so ist das hier in Morgköping. Da werden auf den Friedhofen Leichen gefunden. So ist die Arbeit hier bei uns. Ah, ich freue mich. Mein erster Einsatz. Polizeipräsidium Morgköping, Südschweden, 27. November, 7.34 Uhr. Kommissar Effe Oberg und Kommissar Bosse Andersson bestiegen den Dienstsaab des Polizeipräsidiums Morgköping. Sie fuhren durch die kleine 23.000 Seelengemeinde und der alte, schon etwas desillusionierte Kommissar Andersson erklärte Oberg, worauf er sich mit seinem neuen Job eingelassen hatte. Ich hoffe, Herr Oberg, Sie haben viel Sitzfleisch mit nach Morgköping genommen. Sitzfleisch? Erzählen Sie mir doch mal ein wenig aus Ihrem Alltag. Also, ich stehe mir sehr aufregend vor. Bislang habe ich ja nur die Kriminologie nur von der theoretischen Seite kennengelernt. Wissen Sie, die Aufregung beginnt mit der Entscheidung, ob man seinen Kaffee mit oder ohne Zucker nimmt und endet mit der Entscheidung, ob man seine Wärmflasche ganz heiß oder eher lauwarm macht. Das ist die Aufregung, die sich hier in Morgköping bietet. Was erwarten Sie jetzt? Was wird uns gleich am Tatort begegnen? Wie ich schon sagte, Leichen auf dem Friedhof. Das ist es, was die Kriminologe in Morgköping so alles... Aber wissen Sie, Herr Oberg, wenn Sie auch 40 Jahre hier Dienst geschoben haben, dann wissen Sie, was ich meine und werden irgendeinem neuen Jungspund aus Göteborg in 40 Jahren die gleichen Geschichten erzählen, die ich Ihnen jetzt erzähle. Und es handelt alles nur von Kaffee und Wärmflaschen in Morgköping.
Morsköping, Südschweden, Zentralfriedhof, 27. November, 7.43 Uhr. Oh, Herr Kommissar, die Kommissare sind da. Na, endlich. Oh mein Gott, ich wollte doch nur, kommen Sie mal mit, hier, sehen Sie, das Grab von meiner Frau wollte ich doch nur besuchen. Ich habe ein paar Blumen dahingestellt und daneben, hier, schauen Sie sich das mal an, das gibt's doch gar nicht. Auf dem Friedhof habe ich sowas noch nie gesehen. Da guckt eine Hand aus der Erde raus. Der ist doch tot, oder, Herr Kommissar? Immer langsam. Ah, Frau Samuelsson, würden Sie bitte diesen aufgeweckten älteren Herrn mit aus Präsidium nehmen und seine Aussage dort schriftlich festhalten? Ja, kommen Sie mal mit. Das ist ja ganz furchtbar, was Sie hier gesehen haben. Herr Kommissar, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, Herr Oberg, die Frau Samuel ist schon so ziemlich das einzige sehenswerte Wesen hier in Norrköping. Die Polizeipsychologin nehme ich an, was? Ja. Dann wollen wir mal schauen, was der alte Herr uns da zu zeigen hatte. Um Gottes Willen, das sieht ja furchtbar aus. Ja, da guckt eine Hand aus der Erde. Da scheint mir, als wenn der Totengräber keine gute Arbeit geleistet hätte. So wie ich das hier sehe, ist diese Person nicht begraben worden. Zumindest nicht ordnungsgemäß. Ja, da wollen wir mal den Spaten nehmen. Herr Obeck, machen Sie das mal bitte. Ich bin ein bisschen mit dem Kreuz. Ja. Zentralfriedhof Morrköping, Südschweden, 27. November, 8.14 Uhr. Kommissar F.O. Oberg hatte ganze Arbeit geleistet und in Windeseile die Leiche aus dem Grabe befreit. Und ihm und seinem älteren Kollegen, der schon viel gesehen hat in seinen 40 Jahren Polizeidienst, bot sich ein Anbild des Grauens. Die Leiche war zum Teil schon verwest. Die Fäulnis war fortgeschritten mit massiver Auftreibung, vor allem der Bauchhöhle. Und das Gesicht war gedunsen mit Schwellung der Augenlidern und dazu floss Fäulnisflüssigkeit aus dem Mund und den Nasenöffnungen, sowie Fäulnisblasen an der Haut, die sich gebildet hatten und zum Teil schon eingerissen waren. Das Venennetz war zum Teil durchgeschlagen infolge der Fäulnisvorgänge in den Gefäßen. Und es war klar, dass ich wegen dieser Autolyse, die durch Eigenenzyme des Körpers in Verwesung bzw. Fäulnis durch Bakterientätigkeit bildet, die Todeszeit nicht mehr genau bestimmt werden konnte. Oh, Herr Oberg, ich muss sagen, Sie haben einen außergewöhnlichen Einstand. Ein ganz außergewöhnlicher Fall. Ich glaube auch. Herr Samuelsson, bringen Sie bitte diese Leiche in die Pathologie. Dankeschön. Ich glaube, wir sollten uns auf den Weg ins Präsidium machen und überlegen, was in diesem Fall zu tun ist, Herr Oberg. Oh, ich bin ganz gespannt. Pathologie, Morrköping, Südschweden, 27. November, 9.43 Uhr. Ja, meine Herren, da kommen wir auf den Punkt gleich mal. Erdkrumm im Thorax und alles spricht eigentlich dafür, dass dieser Mann lebendig begraben wurde. Und wann können Sie nicht sagen? Der Todeszeitpunkt ist einfach nicht mehr festzustellen. Es tut mir leid. Das ist ja furchtbar! Ja, es tut mir leid. Ich kann da nichts machen. Verhalten Sie sich mal ein bisschen ruhiger hier. Es ist ein Ort der Stille. Wir sollten diesen Fall in der Kantine besprechen, Herr Oberg. Dann guten Appetit. Polizeipräsidium, Kantine, Morrköping, Südschweden, 27. November, 9.54 Uhr. Junge, Herr Kommissar, Herr Kollege, das Mörgersboard hier im Präsidium unterscheidet sich durchaus von dem jämmerlichen Zeugs, was wir damals in Göteborg bekommen haben. Lecker, Lachs und Kaviar, alle Sorten Knäckebrot, fein. Ja, die gute Kantinenköchin Frau Samuelsson hat nicht nur eine attraktive Tochter gezeugt, sondern kann auch ganz hervorragend kochen. Da haben Sie schon recht, Herr Oberg. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ist denn das, was wir hier erlebt haben heute, wirklich eine Ausnahme? Sterben denn hier in diesem Ort sonst keine Menschen? In den letzten 40 Jahren sind lediglich 3 Menschen aus Morrköping nicht an natürlichem Tod gestorben. Und der letzte Fall liegt ja etwa 3 Monate zurück, als im Herbst der Bauer Sven Svensson in seinem Schweinestall elendig verbrannte. Das war auch unter ungeklärten Ursachen. Das ist wohl wahr, aber ich glaube doch eher, dass es der stupiden Art des Bauern zuzurechnen war, dass er in seinem Schweinestall verbrannte. Thank you.
Fräulein Agneta. Ich bin auch sehr froh, dass wir uns auf diesem Wege jetzt kennengelernt haben über dieses Institut. Ja, das ist auch das erste Mal, dass ich jemanden über ein Heiratsanbahnungsinstitut kennenlerne. Wissen Sie, dieser Sekt schmeckt sehr gut und er regt in mir die Liebesgeister. Liebesgeister, bloß die Liebesgeister. Ja, so allerhand Geister, wenn ich Sie so anschaue, Frau Agneta. Ja, das war ein sehr schönes Treffen mit Ihnen hier in diesem schummrigen kleinen Restaurant. Und ich denke, wir sollten uns langsam mal auf den Weg woanders hin machen. Frau Agneta, ich kenne da so eine ganz ruhige Ecke. Wollen Sie mir diese ruhige Ecke zeigen? Ja! Oh, dann lassen Sie uns doch gehen. Ja. Park, Moorköping, Südschweden, 28. November, 7.26 Uhr. Gunnar, Fuß! Gunnar, wo bleibst du so lange? Fuß, bei Fuß! Gunnar, was hast du da? Gunnar? Ah! Moorköping, Südschweden, 28. November, 7.37 Uhr. Moorköping, ein Sündenfuhl. Ich weiß nicht, Herr Kollege Andersson, was Sie mir hier erzählt haben, das ist ja nun schon die zweite Leiche innerhalb von zwei Diensttagen. Nach 40 Jahren Ruhe nun plötzlich so etwas. Ich bin selber etwas überrascht. Da scheint eine gewisse Person diesem Menschen die Genitalien abgeschnitten zu haben und er ist am Blutverlust gestorben. Abscheuliches Bild. Morgen, Herr Andersson. Morgen, Herr Oberg. Oh, guten Morgen. Oh, kein schöner Anblick, was, meine Herren? Das sieht ja gar nicht gut aus. Also, was ich nicht verstehe, das ist schon der dritte Mord innerhalb von 24 Stunden. Also Der dritte? Ja, hören Sie, heute Morgen sagte mir meine Sekretärin, aus dem Nachbarort Brönköping ist eine Nachricht gekommen, der Bäcker Liljeström ist in seinem eigenen Backofen verbrannt. Was sagen Sie dazu? In seinem eigenen Backofen, in seinem eigenen Saft geschmort. Das ist ja furchtbar. Kein angenehmer Tod, was? Genauso wenig wie die beiden, die wir gestern und heute gefunden haben. Also, meine Herren, das geht nicht. Es muss jetzt endlich was getan werden. Ich übergebe Ihnen hiermit, Herr Andersson, die volle Verantwortung für diesen Fall. Und Herr Oberg, Sie werden ihm helfen, diese drei Morde aufzuklären. Es muss doch da einen Zusammenhang geben. Ja, ja. Nach diesem weiteren grausamen Leichenfund fuhren die Kommissare Effe Oberg und Bosse Andersson in ihrem klapprigen Saab durch die triste Spätherbstlandschaft Südschwedens. Die Stimmung war ebenso kühl wie das Wetter und beide hingen ihren eigenen Gedanken nach. Effe Oberg, der junge, dynamische Kommissar, hatte, obwohl er es gut überspielt hatte, um sich vor seinem älteren Kollegen keine Blöße zu geben, den Anblick der grausamen Funde immer noch nicht recht verdaut. Er war es einfach nicht gewöhnt, in der Praxis mit solchen Grausamkeiten konfrontiert zu sein. Sein Spezialgebiet lag bisher eher auf theoretischem Terrain. Und Bosse Andersson? Der Moorköping und eigentlich ganz Südschweden aus dem FF zu kennen glaubte, zweifelte auf einmal daran, ob dieser Job wirklich der richtige für ihn war. Ein wenig spät, nach 40 Jahren. Aber, auch wenn er immer so getan hatte, als würde er sich über die Ruhe beklagen, hatte ihm die Beschaulichkeit und die Routine in seinem Beruf bisher immer gut gefallen. Und die schien auf einmal dahin zu sein. Und das war auch das Thema des Gesprächs am späten Nachmittag zwischen Oberg und Andersson. 40 Jahre Ruhe, nun eine Woche vor meiner Pensionierung. Dieses Drama mit den vielen Toten, das muss doch nun wirklich nicht sein. Ja, raten Sie mal, wer hinter Ihnen steht, Herr Kommissar. Herr Oberg, Sie Scherzkeks. Naja, nun, ich habe ein paar wertvolle Informationen mitgebracht. Ich komme gerade aus dem Institut für Rechtsmedizin. Und der Tote, den wir gefunden haben, also auf dem Friedhof, der dort lebendig begraben wurde, das ist ein ganz furchtbarer Fall. Er muss noch versucht haben, sich freizuschaufeln. Deshalb ist auch die Hand gesehen worden. Und es ist wirklich ganz furchtbar. Es handelt sich hierbei um einen Rechtsanwalt, ein Herr Dr. Friedrich Nyborg. Das war der Herr Nyborg. Ja, das war ein angesehener Rechtsanwalt hier in Moorköping. Er hatte verschiedene Fälle. Er war eigentlich der einzige Rechtsanwalt vor Ort. Und ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ja,
also können Sie mir da mehr drüber sagen? Also kennen Sie den gut? Seine Kanzlei ist ganz in der Nähe hier vom Präsidium gewesen und er war, wie gesagt, ein angesehener Rechtsanwalt mit sehr vielen Fällen. Da müssten wir dann mal nachforschen, an welchem Fall er gerade so gearbeitet hat. Ja, irgendjemand muss doch ein Interesse gehabt haben, ihn nun umzubringen. Richtig, es muss ein Motiv gegeben haben, Herr Oberg. Da haben Sie sicherlich genug theoretisches Wissen, um diese Sache richtig zu erkennen. Haben Sie denn auch zum zweiten Toten was herausgefunden? Ja, beim zweiten Toten war es ein wenig schwierig, denn ich wusste nicht so recht, wo ich anfangen sollte zu suchen. Und irgendwie habe ich auch niemanden gefunden, der mir eine Auskunft erteilen wollte. Aber ich bin schließlich darauf gekommen, dass der Tote im Park ein Herr Karl Mehback gewesen ist. Mehback? Der Name kommt mir nicht bekannt. Ja, Mehback, Karl. Karl Mehback. Karl Mehback. Ich weiß, dass er in einer Fabrik gearbeitet hat. Und zwar in einer Süßwarenfabrik als Prokurist. Frau Samuelsson, können Sie bitte mal herausfinden, wer ein gewisser Karl Mehback war? Dankeschön. Ich denke mal, dass die Frau Samuelsson da jetzt etwas herausfinden wird. Ja, der Bäcker in Bronköping, der gestorben ist, war Knut Liljeström, ein Süßwarenbäcker, der eigentlich ganz unbekannt war. Er hatte keine Vorstrafen und nichts dergleichen. Ich verstehe nicht, wie da ein Zusammenhang bestehen könnte. Süßwaren. Aber das ist natürlich ein Zusammenhang. Nun, man könnte auch sagen, beide haben blaue Augen, nicht wahr? Ja, das könnte man sagen. Ja, Frau Samuelsson? Ah, ja, Prokurist, so. Ja, danke schön. Ja, der war Prokurist in einer Süßwarenfabrik, Leckback. Das ist hier gleich in der Industriestraße. Ich würde sagen, wir werden diesen Fall morgen weiter bearbeiten. Unschöner Tag heute. Ach, wissen Sie was, Herr Kollege Andersson? Haben Sie nicht Lust, heute Abend mein Gast zu sein? Ich glaube, meine Frau Inge würde sich sehr freuen, Sie heute Abend zum Abendessen begrüßen zu dürfen. Ich habe auch noch einen kleinen Sohn, den Jürgen. Es würde mich freuen, Sie heute Abend bei uns zu haben. Nach diesem Tag würde ich mich vor allen Dingen über eine große Flasche Wodka freuen. Ich werde kommen. Mein Gott, ne, du. Das darf nicht wahr sein, du Kerl, ne. Das ist unverschämt, du. Mein Gott, überall dieselbe Scheiße. Jetzt sag mal, wozu zahle ich denn eigentlich Gebühren hier, ey? Meine Fresse, ne, du. Ja, sicher, ausgerechnet jetzt, ne. Spätchen Göran. Was? Ja, was? Glaubst du wohl nicht, dass ich um die Zeit jetzt nur in den Kehresum fahre? Ja, also, ja, alles klar, Kehresumpf, halbe Stunde schaffe ich, klar, tschüss. Um kurz vor 21 Uhr klingelte Kommissar Bosse Andersson an der Tür von Effe Oberg und seiner Frau Inge. Inge werkelte in der Küche herum, um das Essen vorzubereiten, den kleinen Sohn hatte sie gerade ins Bett gebracht, während ihr Mann Effe den Tisch deckte. Bosse Andersson zupfelte das Papier von den Blumen, die er Frau Oberg mitgebracht hatte. Herzlich willkommen, mein lieber Kollege, wenn ich vorstelle. Inge, meine Frau. Guten Abend, Herr Andersson, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Guten Abend, ich habe Ihnen hier ein paar Blumen mitgebracht. Bitte schön, ich hoffe, Ihnen gefallen diese toten Nelken. Oh, wie schön, Margariten, danke schön. So, ich würde sagen, wir nehmen schon mal Platz hier. Setzen Sie sich bitte hier auf den Ehrenplatz, Herr Kollege. Ja, schön haben Sie es hier, wenn diese Umzugskartons erstmal ausgepackt sind, dann kann ich mir das direkt gemütlich hier vorstellen. Ja, vielleicht wissen Sie nicht, also das ist vielleicht bei Ihnen länger her, dass Sie mal umgezogen sind, aber es ist immer doch ein Hin und Her, nicht wahr, Inge? Ja, vor allem, wenn man den ganzen Tag alleine damit beschäftigt ist, nicht wahr? Ja, hier der Ehrenplatz für Sie, so direkt vor Kopf. Schön, nicht? Dankeschön, ja. So, Herr Andersson, ich hoffe, Sie mögen Hackbraten mit Knödeln. Sehr gerne, ja. Nein. Ja, so, ich wünsche guten Appetit. Ha! Wieder bin ich ganz froh, dass es gleich so straff hier losgeht. Also, wir haben ja einiges zu tun, Inge. Ich habe dir ja gerade schon erzählt. Und was auch der Kollege Andersson für ein toller Kollege ist.
Ich weiß nicht, Frau Oberg, ob Ihnen das auch gefällt, dass Ihr Mann leicht mit so vielen Leichen hier in Moorköpping in Kontakt kommt. Also vor allem, wenn ich gerade das Abendessen zubereite, davon spricht, also ich weiß es nicht, aber na, Sie haben sicher noch viel zu besprechen, oder? Oh ja, man redet über dieses und jenes, aber ich rede ganz gerne dann zur späten Stunde auch mal über andere Sachen, die mich in meinem Leben interessieren. Ja, ja, aber ich denke, dass wir trotz allem sagen sollten, dass es wirklich ungewöhnlich ist, es mit so vielen Worten zu tun haben. Herr Kollege, also das müssen Sie doch jetzt bestätigen. Es ist sicherlich sehr ungewöhnlich, dass gerade kurz vor meinem Dienstabschluss so etwas passiert. Frau Oberg, ich denke mal, dass Sie auch bald erkennen werden, dass das Leben hier in Moorköpping lange nicht so aufregend zu sein scheint wie in diesen ersten Tagen. Meine Frau ist eigentlich Lehrerin. Meine Frau ist eigentlich Lehrerin und nun doch froh, sich auch ein bisschen mehr um den Jungen kümmern zu können. Ja, ja, das bin ich in der Tat. Es ist unheimlich schön, wenn man jetzt gerade berufstätig war und voller hoffnungsvoller Gedanken eine neue Stelle annehmen wollte und dann darf man sich um den Jungen kümmern. Dankeschön, Äffchen. Ja, es schmeckt aber ausgezeichnet, doch, Frau. Ganz, ganz lecker. Ausgezeichnet. Ja. Hallo Mama, hallo Papa. Ach, Tag Onkel, wer bist du denn? Mann, was machst du hier? Oh, ein kleiner O-Hügel, ob aus dir mal ein großer O-Berg wird. Jürgen, was ist denn? Ach, du, ich hab Bauchschmerzen. Mama, sag mal, kannst du mal kommen und mir eine Wärmflasche machen? Ja gut, warte, ich komme. Ich bring dich jetzt wieder ins Bettchen. Wenn ich Ihnen einen Hinweis zur Wärmflasche geben darf, wenn Sie sie mit kaltem Wasser füllen in der Mikrowelle aufwärmen, bekommen Sie sehr schnell die ideale Wassertemperatur. Oh, vielen Dank, Herr Andersson. Das werde ich befolgen. Komm, Jürgen. Tschüss, Onkel. Oh, ein ganz liebreizender kleiner Wicht, den Sie da haben, Herr Omer. Ja, ja, es ist ganz die Mutter, nicht wahr? Herr Kollege. Es war ja lecker, das muss ich sagen. Es war lecker. Herr Kollege, ich möchte nochmal auf die Fälle zurückkommen. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Wenn Sie sagen, dass vorher überhaupt nichts in Richtung Mord in diesem kleinen Örtchen hier aufgetreten ist, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass es sich hier um eine Art Serientäterschaft handeln könnte? Ich habe mir in den letzten Stunden einige Gedanken zu dem Fall gemacht und denke auch, dass es durchaus sein könnte, dass diese Morde allesamt im Zusammenhang stehen mit einem Serientäter, der auf irgendeine bestialische Art und Weise eine Art Projekt beenden möchte. Und ich kann mir momentan noch keinen Reim darauf machen, wie das alles zusammenhalten könnte. Aber das ist unsere Aufgabe, das herauszufinden, Herr Oberg. Ja, ein wahrhaft teuflisches Projekt, wirklich. Naja, die Frage ist, wie sollte es weitergehen, nicht? Ich schlage mit all meiner Erfahrung eine Dienstaufteilung vor. Sie, Herr Oberg, fahren morgen zur Frau Mebak, der Mutter von Karl Mebak, um dort herauszufinden, was Karl in den Park getrieben hat. Und ich werde mich mal in der Rechtsanwaltskanzlei Nyborg ein wenig umsehen. Das ist eine gute Idee. Genauso werde ich es machen. Ja, dafür werden wir so gut bezahlt. Ja, bitte. Sind Sie Frau Edwina Mebak? Ja, das bin ich. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Mein Name ist Oberg, Kommissar Oberg. Hier ist meine Dienstmarke. Ah, wollen Sie nicht? Ach, kommen Sie doch rein. Ich muss Ihnen an dieser Stelle doch einmal mein herzliches Beileid aussprechen. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte, ich weiß. Ja. Ich habe, es lässt sich leider nicht vermeiden, noch einige Fragen bezüglich Ihres Sohnes. Ja, setzen Sie sich doch bitte. Ja, danke schön, danke schön. Ihr Sohn Karl, ist er das auf diesem Foto hier? Ja. Oh, ein das ist er. Hübscher, sportlicher junger Mann. Ja. Oh, ja, verzeihen Sie. Ihr Sohn, er hat bei Ihnen gewohnt, ist das richtig? Er hat noch bei mir gewohnt. Er war so ein guter Junge. Er ist immer so lieb zu seiner Mutter gewesen. Er war immer ein anständiger Junge. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber er hat es Frau nicht Mebak, verdient. Frau Mebak, entschuldigen Sie, aber er war 42 Jahre alt. Und Sie wissen ja vielleicht über die etwas pikanten Umstände, unter denen man ihn aufgefunden hat. Darüber will ich nicht sprechen. Haben Sie da keine Erklärung? Ich habe keine Erklärung. Er ist immer so ein lieber, herzensguter Junge gewesen. Er ist immer morgens zur Arbeit gegangen nachher hier und hat immer im Haushalt geholfen und er hat nie jemandem was getan. Frau Mebak, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sprechen. Wenn jemand
mit abgeschnittenen Genitalien aufgefunden wird, dann deutet das in der Regel darauf hin, dass hier eine Triebtat oder Ähnliches im Vordergrund steht. Ja, aber mein Sohn ist doch kein Triebtäter. Nein, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber wie sieht es aus mit dem Liebesleben Ihres Sohnes? Wir bräuchten da Hinweise. Hätten Sie vielleicht eine Idee, was Ihren Sohn zu dieser Tatzeit in den Park geführt haben könnte? Das weiß ich nicht. Ich habe ihm immer gesagt, dass er sich meine Freundin suchen soll, aber er ist nie mit einer angekommen. Und dann habe ich ihm irgendwann mal diese Annonce in der Zeitung gezeigt. Mit diesem eine Annonce? Was war eine Annonce? Ehe-Anbahnungsinstitut. Aber ich weiß... Das ist nichts, ich weiß nicht. Und da hat er eine Verabredung, oder wie verstehe ich das? Ich weiß es nicht. Also er ist letzte Woche auf jeden Fall dort gewesen, aber er hat mir nichts dazu gesagt. Können Sie mir sagen, wie das Heiratsvermittlungsinstitut heißt? Ich müsste mal kurz die Annonce suchen. Einen Moment bitte. Morköping, Südschweden, Rechtsanwaltskanzlei Nyborg und Grobühn, 29. November, 10.03 Uhr. Guten Tag, junge Frau. Ich würde gerne den Herrn Grobühn besuchen. Ja, junge Frau ist gut. Naja, ich will gerne mal schauen, was ich für Sie machen kann. Wen darf ich anmelden? Bosse Andersson, Kriminalpolizei. Oh, die Polizei. Na, ich kann mir vorstellen, weswegen Sie da sind. Das wird sich wahrscheinlich um den Herrn Nyborg handeln. Naja, nun, ich werde mal einfach versuchen. Moment bitte. Hallo? Herr Grobühn? Ich habe hier die Polizei für Sie. Ja, gehen Sie ruhig durch. Der Herr Grobühn ist ein sehr, sehr umgänglicher Mensch. Guten Tag, mein Name ist Bosse Andersson von der Kriminalpolizei. Sind Sie Kiere der Grobühn? Ja, der bin ich, nicht was? Ja, treten Sie näher, bitte setzen Sie sich. Ein Kaffee, bitte. Nein, danke. Herr Grobühn, Sie wissen sicherlich, dass Ihr Kompagnon Frederik Nyborg zu einem sehr tragischen Tod gekommen ist. Das weiß ich in der Tat. Frederik war nicht nur mein Kompagnon, er war auch mein Freund. Ein guter Freund sogar. Wir haben sehr oft Whist gespielt. Bis abends. Nun, stellen Sie Fragen. Was möchten Sie wissen über ihn? Nun, es ist sicherlich so, dass in einer Rechtsanwaltpraxis einige Motive in den Akten lauern könnten, warum mein Rechtsanwalt ein potenzielles Mordopfer sein könnte. Und Sie fragen, ob er Feinde hatte, oder? Ich frage Sie direkt, ob er Feinde hatte. Also ich war sicherlich nicht sein Feind, wenn Sie das fragen wollen. Ich bin auch zur Tatzeit sicherlich nicht an jedem Orte gewesen, an dem man ihn hatte aufgefunden. Ich weiß, es ist ganz Feinde. Woran hat er gearbeitet? Ich weiß, er hat gearbeitet an einer ganz unschönen Sache, an einem Institut, an einem Heiratsinstitut. Eigentlich verbietet es mir die Schweigepflicht mehr zu sagen, aber da ich meine, der Wahrheitsfindung dienen zu können, möchte ich Ihnen sagen, dass es sich immer um das Heiratsinstitut Götzson handelt, hier am Orte. Nun, der zweite Fall, der wirklich pikant gewesen ist, nicht wahr? Das war ein Fall mit einer Spedition. Es handelt sich dabei um, das habe ich Ihnen jetzt aber nicht gesagt, Herr Kommissar, es handelt sich um die Spedition Göran. Sie gehört einem Göran Rasmusson, befindet sich ebenfalls hier am Ort in Richtung des Sumpfes, im Südteil der Stadt. Also, das waren die beiden Fälle. Das könnte mehr... Aber mehr kann und will ich Ihnen hier nicht sagen, nicht wahr? Dann bedanke ich mich bei Ihnen und jetzt hätte ich gerne doch einen Kaffee. Morköping, Südschweden, Polizeipräsidium, 29. November, 14.13 Uhr. Da hat also der Rechtsanwalt Nyborg einen Fall mit dem Heiratsinstitut Götzson bearbeitet und Karl Mebak hat in dem gleichen Institut eine Bekanntschaft gesucht. Herr Oberg, was meinen Sie? Das scheint verdächtig zu sein, Herr Kollege. Ich denke auch, das Institut hat bislang einen guten Ruf in Morköping, auch wenn natürlich diese Art von Partnerschaftsvermittlung nicht unbedingt die moralischen Ansprüche eines jeden bedient. Aber nun... Und dann verbleibt noch die zweite Möglichkeit, diese Spedition mit Namen Göran Rasmusson. Ja. Entschuldigen Sie, meine Herren, wie heißt der Mann bitte, über den Sie sich gerade unterhalten? Oh, Herr Polizeipräsident. Göran Rasmussen, der Spediteur. Göran Rasmussen, das gibt's doch nicht. Ich habe hier gerade eine Nachricht auf den Tisch bekommen, der Mann ist tot, meine Herren. Haben Sie das schon gehört? Dann können Sie ja nicht. Der Mann ist, vorhin kam das rein, der Mann ist im Sumpf erstickt, in den Kirndalsumpf. Göran Rasmussen, der Spediteur. In welchem im Sumpf erstickt? Ja, der ist dort heute Morgen aufgefunden worden. Also, meine Herren, das ist jetzt schon der vierte Mord
Und also langsam müssen da mal, muss da von Ihnen mal was kommen. Dann, Herr Zitterberg, und dann, Herr Oberg, bleibt noch das Heiratsinstitut. Ich bin 25 Jahre alt und vom Sternzeichen Wassermann. Ich lese sehr gerne, gehe gerne ins Theater und tanze sehr gerne. Ich wünsche mir eine Bekanntschaft, mit der ich schön solche kulturellen Veranstaltungen besuchen kann und der sich von meinem kleinen, zierlichen, schwarzhaarigen Erscheinungsbild nicht allzu sehr blenden lässt. Ich gehe gerne ins Theater. Ach, das hatten wir schon mal. Können wir das gleich nochmal machen? Kein Problem, Agneta. Möchtest du eine kurze Pause machen vielleicht? Ja, nee. Ach, hoffentlich klappt das diesmal auch. Letztes Mal habe ich eine Absage bekommen und danach habe ich dann gehört, wie der Mann gestorben ist, auf grausame Art umgebracht. Das ist sicherlich kein gutes Omen, oder? Agneta, das war wirklich sehr tragisch. Aber ich bin mir total sicher, dass es diesmal bestimmt klappen wird. Also lass dir ruhig jetzt Zeit für den zweiten Versuch und dann machen wir es nochmal. Guten Tag. Moment, junger Mann. Also eins nach dem anderen. Erst ist die Agneta dran, dann Sie. Aber ich sehe schon, was wir aus Ihnen machen können. Ich setze Sie vor eine Palmtapete und dann haben Sie ein Strohhütchen vielleicht auf dem Kopf. Herr Götzson, wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Oberg. Oberg, da kann man tolle Wortspiele, glaube ich. Ja, hier ist, Oberg, nein, bitte. Hier ist mein Ausweis. Ich komme von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Und was ich hier gerade vernommen habe, das schien mir sehr interessant zu sein. Frau Felskag, wenn ich das gerade verstanden habe, waren Sie mit dem Herrn Mebak verabredet gewesen ursprünglich. Ist das richtig? Ja, ich war es, aber er hat mich dann angerufen und mir gesagt, dass es der Verabredung nichts werden könne. Also, das muss ich aber jetzt dazu sagen, das passiert bei uns eigentlich nie. Das ist das erste Mal, dass ich... Und er hat Sie angerufen. Und was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er sagte zu mir, liebes Fräulein, leider kann aus unserer Verabredung nichts werden, denn er könne nicht aus irgendeinem Grund. Es lag bestimmt an meiner etwas unsauberen Aussprache in meinem ersten Bewerbungsvideo. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe ja, also, aber das finde ich sehr... Oh, Moment. Mein Mobiltelefon klingelt. Kleinen Moment mal eben, bitte. Oberg. Was sagen Sie da? Das ist ja interessant, ja. Das ist ja interessant, ja. Ja, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Bleiben Sie mal hier. Nee, bleiben Sie mal hier. Ja, danke schön. Ja, danke. Danke. Tschüss, ja. Also, das ist interessant. Also, das ist wirklich überaus interessant. Ich habe gerade einen Anruf aus dem Präsidium bekommen. Und im Präsidium wurde mir gesagt, dass die Person, mit der Herr Mebak tatsächlich verabredet war, die eine angebliche Agneta Felsker gewesen sein muss, drall und blond war. Das habe ich genommen aus den Tagebuchauszügen. Nun, ich sage es Ihnen mal frank und frei, dass dieses Bild auf Sie nicht zutrifft, das ist mir klar. Haben Sie Ihre Haarfarbe geändert, oder? Das sagen mir viele, dass drall und blond das Gegenteil von meiner Erscheinung ist. Und ich suche einen Mann, der sich davon nicht finden lässt. Ja, ja, also ich, das war schon. Ich muss jetzt direkt wieder zurückfahren. Auf Wiedersehen. Ja, Herr Götz, dann können wir jetzt dann einen zweiten Versuch machen. Können wir weitermachen. Wenn du fertig bist, können wir weitermachen. Ja, ich fühle mich soweit ganz gut. Mein Name ist Agneta Felshöck. Ich bin 25 Jahre alt und ich lese gern und reise. Morköping, Schweden, Polizeipräsidium, Verhörzimmer, 29. November, 17.10 Uhr. Herr Götzson, Sie haben jetzt also gesagt, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass eine falsche Vermittlung vorlag. Herr Götzson, aber wie kann es denn sein, Herr Götzson, dass diese falsche... Woher soll irgendjemand wissen... Herr Götzson, sagen Sie bitte mal etwas ruhiger. Wie kann es denn sein, dass irgendjemand diesen Namen wusste? Also, Herr Kommissar, Sie können mir wirklich glauben. Ich meine, es geht ja auch. Ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren. Glauben, Ruf? Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, Mann. Aber ich habe es Ihnen doch schon dargelegt. Herr Oberg, wollen wir mal ein bisschen sachlich bleiben. Ja, ja,
Herr Götzson, wie kann, ich wiederhole meine Frage, wie kann es sein, dass irgendeine dritte Person, wenn nicht Sie es persönlich waren, Herr Oberg, wie kann es sein, dass eine dritte Person an die Daten Ihres ach so vertraulichen Institutes kommt? Herr Oberg, sachlich bleiben. Ich kann es mir, also beim besten Willen nicht erklären, ich mache mir seit Stunden jetzt schon Gedanken darüber und wir hatten auch keine dralle Blondine als Kundin in letzter Zeit und ich habe ja auch immerhin 80% Erfolgsquote, wo soll das denn hin? Sie mir sagen, dass wenn ich hier durch diesen Ort flaniere, dann sehe ich eigentlich nur dralle blonde Frauen. Aber und Sie wollen mir sagen, dass ich keine andere diese Herr Ober, ich wohne jetzt seit 40 Jahren in Moorköpping und dralle Blondinen laufen mir relativ selten über den Weg. So, Herr Götzson, ich frage Sie jetzt noch einmal. Passen Sie mal auf, Herr Götzson. Wenn Sie sich nicht erklären können, wie diese Daten eine dritte unbefugte Person gelangen, dann kann ich mir das nur so erklären, dass Sie persönlich diese Daten entweder... Ja, Herr Götzson, ich muss doch diese Schlussfolgerung... Herr Götzson, ich bitte Sie jetzt zu bestimmen. Sonst nehmen wir Sie in Untersuchungshaft. Wir nehmen Sie in Untersuchungshaft. Das wird nicht so angenehm sein wie in Ihrem kuscheligen Institut. Oh, jetzt ist der Herr Götzson in Ohnmacht gefallen. Herr Oberg, Sie waren etwas zu frisch. Ja, nun, wir haben das gelernt, nicht? Der gute und der böse Bulle sozusagen. Aber passen Sie mal auf. Haben Sie denn irgendwelche Verdachtsmomente, die Sie vielleicht an Ihrem komischen Kriminologieinstitut gelernt haben, die gegen Herrn Götzson sprechen könnten? Erfahrung möchte ich nicht durch Theorie aufgewogen wissen. Mein Verdacht ist der, er muss es sein. Schauen Sie mal genau hin. Diese affektierte, manierierte Fingerhaltung beim Sprechen. Dieser watschelnde Gang, dieses affektierte Wesen. Hier liegt mir eins kleiner homoerotischer Ader vor. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mann Genitalien entfernt. Und für mich ein Grund, ihn festzuhalten. Wirklich. Herr Oberg, jetzt passen Sie mal schön auf. 40 Jahre Dienerfahrung haben mir so einiges beigebracht. Homoerotismus. Herr Oberg, 40 Jahre Diensterfahrung haben mir beigebracht, dass dieser Mann, dieser Herr Götzson, zwar eine Schwuchtel sein mag, aber nicht in der Lage wäre, die Genitalien eines Mannes zu entfernen, einen anderen Mann lebendig zu begraben oder gar einen Mann im Ofenrohr krepieren zu lassen. Was uns jetzt noch bleibt, und das sagt mir mein Instinkt, Herr Oberg, das ist nachzuforschen bei der Spedition Rasmussen und noch einmal zur Kanzlei Grobühn zu gehen. Und das sollten wir jetzt tun. Kommen Sie mal. Herr Grobühn, ich schicke Ihnen noch einen letzten Klienten. So wie ich das verstanden habe, möchte ich ein Patent anmelden. Ja, also reinkommen, bitte. Ja, also ja, ich habe das, Sie hatten ja heute Morgen schon sich brieflich gemeldet. Ich hatte das hier schon gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was Sie mir hier präsentieren, das sieht schlüssig aus. Also ich habe so etwas noch nie gesehen. Das ist ja ein System, mit dem man ein Bier aus einem Bierfass mit enorm hohem Druck aus dem Fass manövrieren kann. Das ist ja ganz, ganz erstaunlich. Also ich als Bierfreund muss sagen, eine Wahnsinnserfindung. Was machen Sie da mit mir? Ich bin ja gefesselt. Moorköping, Südschweden, vor der Rechtsanwaltskanzlei Nyborg und Grobühn, 18.34 Uhr. Ja, Herr Oberg, dieser Besuch bei Herrn Rasmussen war ja nicht sehr ertragreich. Ein kompletter Fehlschlag, ja. Wir haben zwar herausgefunden, dass er einige, naja, ich möchte mal sagen, nicht ganz koschere Geschäfte am Laufen hatte, aber ansonsten gab es keine Spur, die auf den... Ja nun, hauptsächlich scheint er ja für diese Süßwarenfabrik auszufahren, aber nun... Ja gut, mal gucken, was uns der Besuch bei Rechtsanwalt Grobühn bringen wird. Na nun, die Tür ist ja auf. Also anscheinend scheint die Sekretärin auch schon nach Hause gegangen zu sein. Wir, die treten einfach mal rein. Ne? War auch schon eine etwas ältere Dame. Herr Grobühn? Oh Gott! Oh nein. Oh. So was habe ich noch nie gesehen.
Kommissar Bosse Anderson und seinem jungen Kollegen F.O. Oberg bot sich wieder einmal ein Bild des Grauens, als sie das Büro der Rechtsanwälte Nyborg und Grobühn betraten. Der Partner des bereits ermordeten Nyborg, Herr Grobühn, saß gefesselt auf seinem schweren Ledersessel und sein Kopf war ihm in den Nacken gedrückt. Über ihm war eine Trichtervorrichtung angebracht, an deren oberen Ende dicke Schläuche mit einem Bierfass verbunden waren. Ein paar dünne Bierfäden rannen ihm noch die Wangen herunter, aber offensichtlich war das meiste des Fasses Bier in seine Kehle geflossen. Sein Bauch war unnatürlich aufgequollen. Offensichtlich waren seine Gedärme geplatzt. So unförmig sah die Bauchdecke aus. Als sie bemerkten, dass sich noch ein Rest Bier im Fass befand, dass offensichtlich das Fass noch nicht vollkommen leert war, wussten sie, dass sie den brutalen, perversen Mörder nur um Minuten verpasst haben konnten.